Am dritten Prozesstag geht es vor allem um die Familienverhältnisse von Silvio S. Mehrere Zeugen haben übereinstimmend beschrieben, dass er ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Der Vater sei ein Tyrann gewesen und habe Silvio ständig angebrüllt und getriezt. Und darunter habe er sehr gelitten. Man merkt auch im Prozess, dass die Schilderungen Silvio S. nahegehen. Er hat mehrmals mit den Tränen gekämpft. Und was die Zeugen auch geschildert haben, die ihn näher kennen, dass er sehr gut mit Kindern umgehen konnte. Eine Zeugin sagte sogar, die Kinder hätten ihn geliebt, die wären gerne zu ihm gegangen und hätten gerne mit ihm gespielt.